Classroom Management. Wir alle kennen diesen Begriff aus Studium und Referendariat. Wir alle können Classroom Management im Unterricht anwenden. Aber, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, was bedeutet Classroom Management in einer Kultur der Digitalität? Lassen Sie uns diese Begrifflichkeit der Kultur der Digitalität beleuchten. Bedingt durch die fortschreitende Digitalisierung all unserer Lebensbereiche, sowohl die privaten, die gesellschaftlichen, wie auch die beruflichen, verändert sich unser privates Umfeld. Das heißt also, durch die digitale Transformation unserer Gesellschaft gelangen wir in eine Kultur der Digitalität. Diese Kultur der Digitalität hat natürlich auch Auswirkungen auf die Schule. Die nächste Frage lautet also, was bedeutet der Wandel unserer Gesellschaft hin in eine Kultur der Digitalität für unsere Schule, für unseren Unterricht? Fangen wir an mit einer Definition. Was ist digitale Didaktik? Da möchte ich Philipp Wampfler zitieren, der schreibt: Digitale Didaktik bedeutet eine Umgebung schaffen, in der Lernen mit digitalen Medien so möglich ist, dass Kompetenzen für eine Kultur der Digitalität erworben werden können. Einfach ausgedrückt, es ist Aufgabe der Schule, die Schülerinnen und Schüler fit zu machen für eine aktive Gestaltung der Kultur der Digitalität. Was bedeutet Unterricht in einer Kultur der Digitalität? Da möchte ich basierend auf dem didaktischen Equalizer von Axel Krommer einsteigen. Axel Krommer hat 5 Bereiche diametral gegenübergestellt. Auf der einen Seite steht Kontrolle und Struktur. Die neueste Technologie für permanentes synchrones Lernen in Präsenz mit kleinschrittigen Übungen. Und die Lehrkraft hat das ausschließliche Recht, Feedback zu geben. Das ist Unterricht, der vielleicht noch in der Präsenz funktioniert. Ob das guter Unterricht ist oder nicht, sei dahingestellt. Auf der anderen Seite haben wir Vertrauen und Freiheit. Wir haben einfache Technik, womit ich meine, man braucht nicht 50, 60, 70 Apps. Meine These ist, 5 Apps reichen für den Unterricht, vielleicht noch 2, 3 zusätzliche fachspezifische Apps. Aber mehr braucht es nicht. Was Unterricht in einer Kultur der Digitalität auszeichnet, ist die Asynchronität. Asynchroner Unterricht muss nicht zwangsläufig im digitalen Raum stattfinden mit Videokonferenzen. Er kann auch in der Schule asynchron stattfinden, im Rahmen von offener Projektarbeit. Und in diesem Kontext Peer-Feedback durch Schülerinnen und Schüler. Unterricht in einer Kultur der Digitalität funktioniert nur, wenn wir all diese Schieberegler ganz nach unten schieben. Ansonsten werden sie früher oder später den Heldentod sterben. Schauen wir uns 2 diametral gegenüberliegende Bereiche einmal näher an. Wir haben auf der einen Seite Kontrolle und Struktur, auf der anderen Seite Vertrauen und Freiheit, ebenso wie synchroner Unterricht und asynchroner Unterricht. Was passiert, wenn wir die komplette unterrichtliche Kontrolle haben wollen und alles synchron machen? Dann landen wir in der totalen Überwachung. Was passiert, wenn wir alles synchron machen und den Schülern jegliche Freiheit geben? So ist die Gefahr nicht gering, dass wir in ein unvorbereitetes Chaos stürzen. Was passiert, wenn die Schülerinnen und Schüler asynchron arbeiten, aber wir die komplette Kontrolle haben wollen? Dann sind wir bei der Scheinbeteiligung. Das heißt also, in dem Moment, wenn wir unseren Schülerinnen und Schülern vertrauen, wenn wir ihnen Freiheit geben und Asynchronität zulassen, dann sind wir in einer gelebten Wirkkultur, in einer Voraussetzung für das Leben und Arbeiten, in einer Kultur der Digitalität. Wie kann so eine Unterrichtseinheit aussehen? Gleich sehen Sie ein Beispiel und ich möchte Ihnen ans Herz legen. Planen Sie den Unterricht stets so, dass er mit möglichst wenigen Änderungen sowohl in der Präsenz wie auch in der Distanz wie auch in Blended-Formaten lernförderlich umsetzbar ist. Unter Blended-Formaten verstehe ich nicht ausschließlich eine Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht, sondern auch eine Mischung aus synchronen und asynchronen Arbeitsphasen. Schauen wir uns die Grafik an. Wir steigen ein in die Einheit mit einer synchronen Präsenzphase. Diese kann sowohl in der Schule, im Klassenraum oder über eine Videokonferenz stattfinden. Als Sensibilisierung und Einstieg in das Thema
wie auch Sensibilisierung für die Einheit. Anschließend gehen die Schülerinnen und Schüler in eine Distanzphase, also in ein Lernen und Arbeiten der Asynchronität. Dies kann sowohl in der Schule, in Arbeitsräumen, in Gruppenräumen stattfinden, wie auch im virtuellen Raum über Videokonferenzen, über kollaborative Tools wie beispielsweise Padlet oder Onco. Darauf folgt wieder eine Präsenzphase, wiederum im Klassenraum oder über eine Videokonferenz, gefolgt von einer Distanzphase und am Ende der Einheit eine gemeinsame Präsentation und Feedback durch Schülerinnen und Schüler, gegebenenfalls durch die Lehrkraft. Wenn Sie jetzt sagen, das ist doch schön Wetterdidaktik oder Sonntagspädagogik, ja, aber nur solange Sie kein entsprechendes Classroom-Management anwenden bzw. zur Verfügung haben. In dem Moment, wenn Sie konsequent digitales Classroom-Management umsetzen, können Sie die Art von Unterricht, wie ich sie Ihnen gerade präsentiert habe, umsetzen. Dazu ein Beispiel. Nehmen wir die Wochenstruktur einer 11. Klasse. Diese Klasse bekommt am Montagmorgen um 10 Uhr ihren Wochenplan. Dann gibt es weder Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag weitere Aufgaben. Die Klasse bekommt ihre Aufgaben über ein Learning Management System. Das heißt also, für das digitale Classroom Management ist ein Schulserver oder ein Learning Management System unerlässlich. Genauso ist es unerlässlich, klare Kommunikationsstrukturen zu haben. Den Schülerinnen und Schülern, ebenso den Lehrkräften, muss klar sein, wann sind sie synchron zu erreichen per Videokonferenz oder per Telefon? Wann sind sie asynchron zu erreichen? Über ein Forum, Chat oder per Mail? Und wie lange sind Antwortzeiten in der asynchronen Kommunikation? Es kann nicht sein, dass Schülerinnen und Schüler eine Mail schreiben und 3 Tage auf die Antwort des Lehrers oder der Lehrerin warten. Das muss binnen weniger Stunden passieren. Dann muss auch klar sein, wann müssen die fertigen Aufgaben abgegeben werden. In diesem Beispiel Freitagabend. Die Lehrkraft hat dann am Wochenende Zeit, sich die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler anzuschauen und Feedback zu geben. Am darauffolgenden Montag beginnt die Wochenstruktur wieder von vorne. Was bedeutet das für die Strukturierung von Unterricht? Was bedeutet das für ein digitales Classroom-Management? Sie sehen hier eine Mindmap mit 7 verschiedenen Bereichen. Das heißt also, damit Blended Learning, also eine Mischung aus Präsenz und Distanz, eine Mischung aus Synchronität und Asynchronität funktionieren kann, müssen Sie sich als Schule über diese 7 Bereiche Gedanken machen und auch Strukturen schaffen, damit das Lernen in einer Kultur der Digitalität funktioniert. Schauen wir uns die 7 Bereiche einmal näher an. Da haben wir Anforderungen an Lehrkräfte. Die Anforderungen an Lehrkräfte ändern sich natürlich. Akzeptieren Sie mehr Schülerfreiheiten. Akzeptieren Sie den Wechsel, den Rollenwechsel von einer allwissenden, lehrenden Person hin zu einem Lernbegleiter, einer Lernbegleiterin. Und ganz wichtig, die Bereitschaft zu regelmäßiger Fortbildung. Der nächste Punkt. Was bedeutet Kultur der Digitalität für die Schulleitung? Die Schulleitung ist dafür verantwortlich, dass die technische Infrastruktur funktioniert, ebenso für die Etablierung von Unterstützungsmechanismen für Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen und für die Organisation regelmäßiger Fort- und Weiterbildungsangebote. Nicht zu vergessen rechtliche Aspekte wie den Datenschutz, die Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung. Wo lagern die Daten der Schülerinnen und Schüler? Wer hat darauf Zugriff? All das muss geklärt sein. Ganz wichtig und zentral, mit welcher Software, mit welchem Learning Management System möchten Sie arbeiten? Steht Ihr Server in der Schule, brauchen Sie natürlich eine leistungsfähige Internetanbindung. Oder steht Ihr Server in einem Rechenzentrum? Welche Cloud-Dienste benötigen Sie? Welche Kommunikationstools bieten Sie den Schülerinnen und Schülern an? Sicherlich, auch ein Forum wird benötigt, ebenso Chat und E-Mail. Das sind die grundlegenden Elemente, die Sie brauchen, um asynchron kommunizieren zu können. Selbstverständlich brauchen Sie ein Videokonferenztool. Ob Sie telefonisch erreichbar sein möchten, entscheiden Sie selber. Die räumlichen Voraussetzungen, das gilt sowohl für die räumlichen Voraussetzungen in der Schule. Das heißt, Sie brauchen Gruppenräume, Arbeitsräume,
Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, sich sowohl in der Schule als auch im virtuellen Raum zu treffen. Schülerinnen und Schüler brauchen die Möglichkeit, auch ohne Anwesenheit einer Lehrkraft Videokonferenzen zu starten. All das muss besprochen und auch festgelegt werden. Das ist gelebte Kultur der Digitalität, zu sagen, ich gebe den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ohne anwesende Lehrkraft Videokonferenzen zu starten. Ja, und natürlich auch, was sind grundlegende Gelingensbedingungen für den Unterricht? Absprachen, klare Absprachen, Fristen, wann gebe ich was ab? Wer ist für etwas verantwortlich? Das sind einfache, grundlegende Absprachen, die es benötigt, damit Unterricht in einer Kultur der Digitalität funktioniert. Und last but not least natürlich eine technische Infrastruktur, sowohl in der Schule wie auch zu Hause bei den Schülerinnen und Schülern. Sie brauchen ein leistungsfähiges WLAN, digitale Präsentationsmöglichkeiten und eine einheitliche Wahl der Endgeräte. Unter Einheitlichkeit verstehe ich nicht, dass es immer die gleichen Geräte sein müssen, sondern eine einheitliche Leistungsfähigkeit, sodass also die genutzten Endgeräte gleich der Funktionalitäten aufweisen. Aber auch wenn die Schülerinnen und Schüler zu Hause arbeiten, brauchen sie eine funktionierende technische Infrastruktur. Sie als Lehrkraft müssen wissen, über welche technische Infrastruktur verfügen Ihre Schülerinnen und Schüler. Sie können keine kollaborative Textarbeit von einer Gruppe verlangen, wenn eine oder mehrere Personen der Gruppe ausschließlich ein Handy zur Verfügung haben. Mit einem Handy können Sie keine längere Textarbeit leisten. All das, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, diese 7 Bereiche gehören für mich zu einem digitalen Classroom-Management. Sie als Schule, nicht als Einzellehrkraft, müssen sich Gedanken machen, müssen sich unterhalten über diese 7 Bereiche, müssen Strukturen und Standards definieren. Wenn das geschehen ist, glauben Sie mir, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wird Unterricht in einer Kultur der Digitalität funktionieren. Danke sehr.